Hallihallo, Hallöchen und recht herzlich willkommen zurück zum Let's Play vom Train Simulator Classic. Wir fahren heute nochmal U-Bahn Hamburg auf der U1 und mal ein kleines bisschen was anderes. Und zwar zum einen haben wir ein paar neue Elemente mit dabei. Es gibt nämlich im Rails im Forum ein paar zusätzliche Downloads, die uns zum einen hier vorne das neue HVV-Logo bescheren, was wir hier vorne schön am Zug sehen. Und zum anderen auch die neuen Ansagen, die wir jetzt hier mit dabei haben. Ich schau mal, dass ich das alles unten in die Beschreibung packe, damit ihr euch das runterladen könnt. Ansonsten fahren wir heute mal einen Kurzläufer tatsächlich. Das Ganze im Quick Drive im Schnee. Dass wir mal so ein bisschen hier da auch was Neues mit dabei haben. Und zwar haben wir jetzt hier einen nicht ganz so langen Zug bestehen aus 2x3 Wagen. Und ja, genau, den übernehmen wir gerade mal. Den starten wir mal. Das ist aber noch ganz schön. Klingt doch ganz schön frühlingshaft hier, sagen wir es mal so. So, schauen wir mal, dass wir das Ganze hier irgendwie in Betrieb bekommen. Also, ich kann aber ganz kurz nochmal einblenden, was wir heute fahren. Und zwar von Ohlsdorf nach Farmsen. Das heißt, ne, ihr seht das da links, auf der Hälfte, Ohlsdorf nach Farmsen. Das ist auch tatsächlich so eine Kurzläuferstrecke, die möglich ist, teilweise auch noch ein bisschen südlicher los. Ich habe mir die Fahrpläne angeschaut, also es fahren tatsächlich dann auch nochmal Verstärkerzüge. So, erstmal schauen, dass wir das Ganze so hier konfigurieren. Also wir übernehmen das Ganze einmal. Wir können auch relativ viel Stuff hier auch einstellen. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal auf Geschwindigkeit, das ist Temperatur, das bringt uns nicht allzu viel, aber wir können zum Beispiel hier die Parameter, da haben wir das. Dann haben wir unten natürlich noch ein paar Möglichkeiten, über das Geno-Sachen einzustellen. Hier oben zum Beispiel sind die Scheibenwischer. Die Automatik ist drin, deswegen funktioniert das auch ganz gut. Also wir haben tatsächlich auch viele, viele Sachen, die wir hier im Menü uns einmal durchklickern können. Das ist ganz cool. So, unter Status sehen wir was, unter Info sehen wir was. Also da können wir schon tatsächlich Sachen machen. Und unter FIS können wir dann auch noch über Zugzielanzeige, ZZA, können wir auch noch Sonderziele schildern. Wenn wir Fahrschule oder sowas schildern wollen, können wir das auch noch machen. Also das hätte ich ganz spannend. Genau. Was wollte ich tun? Das heißt, wir können dann theoretisch auch die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 setzen, dass wir dann im Tunnel nicht ganz so schnell fahren. Jetzt wollen wir mal schauen, was das Ganze in Betrieb bekommen. Und zwar müssen wir einmal hier Zugnummer, Zielnummer, Fahrer-ID eingeben. Also ich habe schon mal. Ah, hi, gut, auch die S-Bahn. Können hier hinten einmal schauen. So, wir fahren von, da oben ist, das ist ein bisschen klein, aber es dürfte die 09 sein. Wir fahren von Ohlsdorf von der 09 bis Farmsen, das ist die 29. Okay, das müssen wir jetzt entsprechend hier in unserer Zugnummer verwursten. Ich erkläre das nochmal ganz kurz. Die ersten beiden Ziffern der Zugnummer, Start, das bedeutet für uns einmal die 09. Dann unsere Abfahrtsuhrzeit, die wäre, ich hätte gesagt, nochmal 15.05 Uhr. Bis vorne sind Zielnummer, ist dann die 29 und die Fahrernummer können wir uns natürlich fröhlich für die Dinge aussuchen. Dann sollten wir auch Farmsen schildern, genau. Das ist nämlich das Coole. Dann haben wir auch alle Zwischenendziele mit dabei. Wir machen mit STRG-T mal die manuelle Türsteuerung ein. Heißt, wir können dann hier mit den Freigabeknöpfen und sowas das Ganze auch manuell steuern. So, dann ziehen wir mal langsam vor. Ich mache immer wieder auf das Display mal wieder irgendwie auf was Sinnvolles, dass wir auch was Sinnvolles sehen hier. Erscheint mir schon auch nicht unbedingt. Status ist immer den Zug, ne? Also da sieht man immer ganz gut, wie auch so der Status von Zug ist. Hier unter Traktion haben wir, glaube ich, den Vorteil, dass wir da ein bisschen nachher. Also wir können auch rückwärts fahren tatsächlich, das habe ich auch rausgefunden. Das heißt, das müssen wir gar nicht irgendwie in den anderen Führerstand, sondern weil das mal notwendig sein soll, dass wir irgendwie eine Station verpassen, was ich mir natürlich nicht vorstellen kann bei unserem grandiosen Fass. Wir dürfen ja 20, ne? So, genau. Da haben wir natürlich 6 Wagen und wir haben auch so viele verschiedene. Also danke natürlich für eure Kommentare unter der letzten Folge. Deswegen haben wir auch so viele seltsame Dinge. Also weil halt der DT4, der dann auch noch mit dazu kommt mit einem Update. Der hat ein bisschen andere Zuglängen. So, jetzt können wir nämlich hier mit Komma, Punkt und dem Underscore können wir hier jetzt nämlich die andere Art der Türfreigabe steuern. So, jetzt müssten wir dann auch eigentlich Abfahrt haben, ne? So, 5 ist auch gleich. Genau. So, scheinbar fährt man in Hamburg ziemlich schnell. Also, wie es halt so klassischerweise ist in einem U-Bahn-System. So, jetzt könnten wir theoretisch hier einmal auf Schließen drücken.
Dann geht das alle zu. So, sollte zu sein. Und da können wir uns gleich mal die neuen Ansagen anhören. Nächster Halt, Sengelmannstraße. Ausstieg links. Ja, genau. Wenn das so soweit ist, dann müsste das hoffentlich so passen. Ich hoffe, ich habe alles richtig installiert. Dass das nicht dieselben sind von vorher. Genau, jetzt dürfen wir wieder schneller fahren. Wunderbärchen. Also, ne, zügig fahren und alles, das ist alles so das Thema. Anschlüsse klappen scheinbar auch. Das heißt, ja, die machen halt schon alles, glaube ich, ziemlich ganz gut, wenn wir das heute auch so machen. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wie sie das so in der Winterzeit schlägt. Das stand ja sogar explizit im Handbuch drin, dass die Map im Winter nicht ganz so hübsch aussieht. Gut, wenn man jetzt nochmal Schnee macht, dann hat man natürlich auch nicht so die Sichtweite. Aber bin auch einmal gespannt, wie sich das im Tunnel darstellt, dass es da nicht schneit, aber da sollte ich die Engine hinbekommen. Naja, schauen wir einfach mal, ne? Wie das Ganze so ist. Mein Vorteil ist, man kann sich auch sämtliche Kurzläufe mit dem Quick Drive eben zusammen konfigurieren, damit man halt eben auch beliebige Kurzläufe halt eben fahren kann und nicht auf die Szenarien angewiesen ist. So, und kräftig bremsen ist scheinbar auch ein absolut normales Thema. So, aber hier da bei den 6. Die müssen doch trotzdem passen, oder ist das hier dann irgendwie DT4 konform? Naja, ich hoffe mal, dass ich das jetzt nicht so falsch mache. Wunderbar. Die Ansagen werden, das habe ich auch rausgefunden, aufgrund der Türfreigabe gesteuert. Das heißt, wenn ich jetzt an der Haltestelle durchfahre und dann entsprechend halt die Türen nicht öffne, dann geht die Ansage nicht weiter. Das heißt, dafür muss man halt eben anhalten und die Freigabe reinmachen, beziehungsweise Türen eben öffnen. Ja, und wenn das halt nicht gemacht wird, dann klappt es halt auch nicht. So, das geht auch schon wieder zu, höre ich. So, mal alles raus hier und dann Abfahrt, ne? Dann kloppt es ganz gut, ne? Aber so, ach, im Schnee hat das schon auch was. Vor allem, weil die Bäume auch irgendwie so ein eigenes Wintermodell haben. Nächster Halt, Alsterdorf. Ausstieg links. Ah, da sind wir. Okay, okay. Gut, gut. Dann ist das wohl hier in der Nähe. Ansonsten, das wollte ich noch erzählen. Ja, gibt es immer mal so Verstärker, die das dann im Berufsverkehr mal ein bisschen verstärken, die dann irgendwie so 16, 17 Uhr rumfahren. Ungefähr sowas würde ich jetzt hier mal mit, ach, das war schon, darstellen. Haben natürlich wesentlich schlechtere Sichtweiten natürlich jetzt bei dem Wetter. So. Da wir jetzt natürlich auch kein Vollzug, Schrägstrich, Langzug oder wie auch immer sind. Es ist natürlich so, dass wir auch nicht so schnell sein dürfen am Anfang, weil wir ja nicht bis zum Ende durchfahren. Also hier wird das auch schon reichen, ne? Das ist wahrscheinlich wieder wegen der Länge der verschiedenen U-Bahn-Baureihen der Fall. So, da können wir hier nochmal uns den... Kriegen die sich eigentlich auch mit oder sind das keine Bäume? So, die Büsche sind Bäume, ne? Da sieht man daran, dass sie sich bewegen. Aber das hier sind gar keine Bäume, das sind sogar 3D. Okay, wild. Wollte ich nur mal auch so fürs Protokoll mal so die Busse im Schnee sehen. Trotzdem aus wie Busse. Okay, sehr gut. Weiter geht's hier, ne? Das wird auch ja zügig los und weiterkommen, weil, ne, diesmal interessiert mich auch wirklich, wie das dann unterirdisch aussieht. Jetzt haben wir natürlich einen wesentlich kürzeren Streckenabschnitt. Nächster Halt, Lattenkamm. Vermute mal, trotzdem werden wir eine gute Zeit irgendwie unterwegs sein. Ja, so ist das halt eben, ne? Ist ja durchaus auch eine etwas länglichere Linie. Dann, was ich ganz cool finde, was ich auch schon mal privat gespielt habe, was sich aber, glaube ich, jetzt als Let's Play nicht unbedingt eignet, ist das... Ja, ja, da vorne. Nee, du bist so eine Brücke, wa? Was ich auch, also was sich ganz gut spielen lässt, ist dieses eine Nachtszenario. Also es gibt ja ein Szenario, das quasi diese Nordostäste, das quasi den einen Ast pendelt, wenn quasi der an eine Streckenast so von der durchgehenden Linie bedient wird und du dann für den anderen nur einen Pendel hast zwischen den beiden Stationen, also da, wo sich die Strecke quasi abzweigt im Nordosten, da, ne, dass man quasi dieser Kurzpendel ist. Und das spielt sich tatsächlich auch ganz cool, weil man auch mal die Übernahme quasi mitmacht. Man wartet da mal an einer
Endstation und übernimmt dann quasi auch immer die richtige Gegenrichtung mit. Das finde ich tatsächlich ganz cool. Man fährt dann in die Abstellung wieder zurück. Hat allerdings natürlich immer auch eine 10 Minuten Wartezeit mit drin. Ja, fand ich aber trotzdem ein sehr, sehr schönes Ding. Also kann ich euch empfehlen, das zu spielen. Ich fahr's auch ein bisschen, damit ihr alle bis unterm Dach seid, ne? Das ist, ja. Eigentlich müssen wir uns da dran halten, wenn er da so da steht, ne? So ist das hier. Ja, und die, genau, die Anzeige da oben, die ist halt statisch. Deswegen, sehen wir da natürlich nicht unser eigentliches Endziel. Aber im Endeffekt, genau, entweder nach Großhansdorf oder Ohlstedt. Alsterdorfer Straße, Sporthalle. Okay, so, machen wir zu hier die Hütte. Seid ihr mir alle drin? Oh, ihr seid schon alle drin. Ganz schön. Hat mir die Freigabe drin? Kann sein, dass wir die Freigabe gar nicht drin hatten. Ja doch, okay. Die. Ah, wir haben es noch nicht gehört, weil die Türen vorne irgendwie nicht. Okay. Naja, fahren wir mal weiter. Das wird schon passen. Diese vier Fahrgäste geben ein bisschen mehr Druck machen. Jetzt haben wir halt natürlich keinen Fahrplan, deswegen ist das vielleicht ein Ticken gemütlicher drauf. Nächster Halt, Gutwalker Straße. Ausstieg links. Okay, nee, die darauffolgende wäre die, wo, glaube ich, wirklich dieser Hauptverkehrszeitpendel dazwischen fährt. Allerdings habe ich da keinen Kurzläufer dafür gefunden, den ich hätte auswählen können. Oh ja, es ist zu schnell. Ja, das ist zu schnell. Das tut mir leid. Oh nee, das klappt sogar. Okay. Oh, und hier halten wir immer vorne. Okay, auch gut zu wissen. So. Eine wilde Haltestelle hier, ne? So, jetzt ist es off. Gut. Nicht, dass wir da was falsch machen, gell? Genau, soweit so gut. Das war, glaube ich, eigentlich waren das die Neuerungen, die ich da so präsentiert haben wollte. Genau. Mir ist das HVV-Logo übrigens bei der Hinfahrt auch irgendwie gar nicht aufgefallen. Also das ist jetzt irgendwie nicht so, dass ich da irgendwie sage, so, zu damit. Da hätte ich jetzt hart drauf geachtet. Ich weiß auch gar nicht, ich hatte ja sogar den Zug auf dem Thumbnail. Das ist mir auch beim Bearbeiten nicht wirklich aufgefallen. Kann sein, dass das gar nicht drauf war, oder? Nächster Halt, Kellinghusenstraße. Übergang. Ja, das war, glaube ich, gar nicht drauf. Ja, das kann natürlich sein. Also es gibt ein Patch, entweder wenn man das alte oder das neue HVV-Logo haben möchte. Und ich kann mir halt vorstellen, dass vielleicht die Hochbahn kooperiert hat. Also dass es die Lizenz gab, das Hochbahn-Logo mitzuliefern. Aber halt eben nicht das HVV-Logo, weil der Verkehrsverbindung vielleicht so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ein bisschen eigener sind, was das angeht. So, und scheinbar klappen auch diese bahnsteiggleichen Umstiege ordentlich. Das finde ich, das freut mich natürlich für alle Hamburger, dass das so schön klappt. So, hier ist aber gut was los, du. Fährt auch schon ein Zug aus. Du bist aber, okay, der bahnsteiggleiche Umstieg, den wir wahrscheinlich nicht haben, weil wir halt der Verstärker sind. Haha. Mutmaßlich. Ja, wahrscheinlich hätten wir den trotzdem irgendwie kriegen sollen. Naja, gut. Achso. Man sollte auch den richtigen Knopf drücken, dann klappt das auch. So. Ja, wenn sonst keiner rein will, Freigabe ist halt drin. Dann halt nicht. So. Du bist der Gegenkollege. Was fällt dir denn noch? Die U1 und ganz außen jeweils Umsteigemöglichkeit zur U3. Ja, okay. Gut. Dann wissen wir Bescheid. So, und Freigabe rein. Sehr schön. Also, raus. So, Tag, Kollege. Hi. Hier ist schon mal einiges los, ne? Klosterstern. Ausstieg links. Bitte beachten Sie den Abstand zwischen Bahnsteigkante und U-Bahn. Okay. So, dürfen wir wieder schnell, oder? Dürfen wir wieder 70? Nee, dürfen wir nicht. War nämlich irgendwas, was nach Auflösen aussah, aber das war wahrscheinlich jetzt auch nicht für uns. Okay.
Jetzt fahren wir in den Tunnel, da sind doch immer 70. Das heißt, wir können doch einfach mal hier den Geschwindigkeitsvorwähler auf 70 stellen. Ist das nicht fein? Guck mal, mal direkt hier. Oh. Stimmt unsere Kurve. Ich mutmaße auch mal, dass ich richtig gemutmaßt habe, dass es tatsächlich so ein Nachtlautstärke-Thema ist. Also, ich wusste es tatsächlich nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Mann, es ist ja wirklich laut. So, hier könnten wir uns als 6-Wagen-Zug wieder beschleunigen. Bringt uns aber nichts, weil wir müssen ja hier eh anhalten. So, der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ach, okay, weil wir in der Kurve stehen, haben wir natürlich hier den Gap between the train and the platform. Okay. So, mal rein mit euch. Jetzt hatte ich das Problem, dass er nicht nochmal die Scheiben gewischt hat. Okay. Dass er einmal ganz kurz, ich wollte nur einmal, dass er ganz kurz die... So. Dass er einmal unsere Flecken da einmal wegwischt. So, das heißt 70, ne? Ja. Nächster Halt, Hallerstraße. Ausstieg links. Ja, das Untergrund natürlich hier in der Fahrgastperspektive wahrscheinlich auch nicht sonderlich spannend. So, ist da vorne eine... Oder bist du nur eine Kurve? Gibt es eigentlich auch ein... Nachtmodus für diese Ansicht da rechts. Du kannst da so viel einstellen da auf dem Ding. Hat das einen Nachtmodus? Weil ich kann mir ja schon vorstellen, dass das so in der U-Bahn schon hier ganz schön hart hell reinleuchtet. Also das würde mich jetzt als Fahrer zum Beispiel freuen, wenn es das geben würde. Boah. Ja, okay, dann kommt natürlich wieder die Station. Einmal Stoppy. Ja gut, der lässt am Ende aber selber ein bisschen locker, ne? Das ist jetzt gar nicht so das große Problem. Ich schau mal, ob ich den auf die Schnelle finde. Also vorwärts, rückwärts. Ja, man kann ja natürlich nicht alles bedienen. Parameter. Ja, ich könnte die Ansagen ausschalten. Ne, lass mal. Ach, guck mal, hier sind die Haltestellen. Da könnte ich die auch theoretisch... Okay. Vor und zurück, halt immer mit zweistelliger Abkürzung. Zisch mal weiter, ich glaube, das haben alle drin. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts verstellt habe. Das sollte aber echt passen. Da dürfte eigentlich nichts passiert sein. Nächster Halt, Stephansplatz. Übergang zum Regional- und Fernverkehr, zum Kongresszentrum sowie zum Messegeländeeingang Ost. Next Stop, Stephansplatz. Please exit here for regional and long distance trains. As well as Congress Center and Exhibition Halls, Entrance East. Ausstieg links. Dann ist es tatsächlich, also wenn das wieder die Haltestelle ist, dann ist es wirklich die, die am Dammtor ist. Das wurde mir auch nochmal in den Kommentaren bestätigt. Das freut mich, dass ich da richtig gemutmaßt habe. So, ist aber auch nochmal gut Strecke hier, ne? Das ist jetzt nicht zwischen allen Stationen so der Fall, aber hier haben wir... Ah, guten Tag, Kollege. Da ist definitiv die 4 unterwegs. Ja, bin mal gespannt, wann der kommt. Ich weiß auch noch nicht, ob und welche Zusagen es da gibt zu der Zeit, wann das so sein wird. Ja, lasst uns einfach mal überraschen. Ich vermute es auch mal nicht in nächster Zeit, sondern es wird alles noch ein bisschen einen kleinen Moment dauern. Dann hieß es auch irgendwann mal, dass ein Steam-Release irgendwie ansteht, was mich persönlich eigentlich halt prinzipiell freut. Ich kann aber nachvollziehen, dass man das jetzt direkt zu Release noch nicht gemacht hat, weil Steam halt wirklich fürs Einstellen, also nicht fürs Einstellen an sich Geld möchte, sondern Steam möchte halt eben so ein
Anteil pro Verkauf haben und das ist schon vergleichsweise viel. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass man sagt, man vertreibt das erstmal im eigenen Shop. Allerdings bin ich absolut gar kein Fan, um jetzt wieder auf einer extra Seite wieder irgendeinen Download zu haben. Also ich merke das jedes Mal, wenn ich dann irgendwie einen PC dann doch neu aufsetzen muss oder was auch immer. Man hat immer dieses Problem, dass... Man hat immer das Problem, dass die... Ja, dass man auf 100 Seiten gehen muss und sich Addons runterladen. Also ich merke das schon bei OMSI. Irgendwie habe ich Hamburg Tag und Nacht über einen Aerosoft-Shop, dann irgendwie 3 Generationen über einen Third-Party irgendwas Shop. Dann muss ich das alles irgendwie in dem Aerosoft-Launcher. Please exit here for Town Hall and Alster Boat Trips. Ausstieg links. So. Was ich nur sagen wollte, ich persönlich als Endkunde muss tatsächlich sagen, ich schätze tatsächlich dahingehend aber dann trotzdem den Service von Steam, weil man nicht 100 Launcher und Downloads braucht, sondern man hat irgendwie alles auf einem Fleck und da muss ich sagen, da bin ich schon ein sehr, sehr großer Fan von. Ich meine, das habe ich mir jetzt eh schon über den Shop gekauft, deswegen... macht das jetzt keinen großen Unterschied. Das heißt, ob das jetzt irgendwann mal auf Steam kommt, ist mir jetzt dann ja auch egal. Aber ja, was ich allerdings nicht nachvollziehen kann, was vielleicht aber einer von euch erklären kann, ist, es hieß auch, dass irgendwie das aufgrund der Update-Politik nicht gemacht wurde. Wenn, dann ist es ein spezielles domain-spezifisches Problem vom Train-Simulator, weil so von so OMSI und Co. und ganz, ganz viele andere Spiele bekommen regelmäßig Updates und auch Feature-Updates. Also das... habe ich nicht nachvollziehen können, dieses Argument, weil wenn man es mal irgendwie, weiß nicht, nimmt man The Bus, nimmt man ETS, da kommen regelmäßig nicht nur irgendwelche Bugfixes, sondern halt auch wirklich Feature-Updates, große, umfangreiche und es funktioniert. Das ist so meine Erfahrung. Wie gesagt, es kann sein, dass es da beim Train Simulator spezifisch Probleme gibt, vielleicht ist da auch noch irgendwie, muss man dann, wenn man das über Steam macht, mutmaßlich sogar... Ausstieg links. Irgendwie über Dovetail noch gehen zusätzlich. Kann ich mir zumindest vorstellen, dass man dann als Publisher irgendwie dann die ganzen Steam-Geschichten irgendwie verwaltet. Ja, das macht es bestimmt alles nicht einfacher, aber so, ich sag mal, aus Endkundenperspektive fände ich es langfristig schon gut, wenn sich das alles dahin verlagert. Auch wenn natürlich, ich sag mal, das absolute Totschlagargument ist natürlich, ist dieser hohe Anteil an Abgaben, die man halt als Steam leisten muss. Weil sie halt die Download-Kauf-Infrastrukturen alles gewährleisten. Ob jetzt da der große Prozentsatz gerechtfertigt ist, ist wieder die Gegenfrage. Aber genau dasselbe Problem hast du ja, wenn du zum Beispiel Verkäufe auf eBay machst und dann möchte eBay einen Prozentteil abhaben und, keine Ahnung, PayPal beispielsweise auch noch. Das hast du auch bei Lieferando. Wenn du jetzt selbst auslieferst, sind das ja, glaube ich, trotzdem 7%. Und wenn du dann natürlich noch deren Fahrer benutzt, sind es dann 30. Also das ist schon alles ein vergleichsweise hoher Anteil, was halt die Plattform dann auch noch möchte an Services. Das kann ich alles irgendwo verstehen, dass man dann auch als Entwickler oder Publisher sagt, ja nee, möchte ich potenziell halt eher vermeiden, darüber zu releasen. Ich sag mal, aber aus reiner Endkundenperspektive, wenn man das so, ich sag mal, als fauler Endkunde ist es halt mega unpraktisch mit einer umfangreichen Sammlung. Ich meine, bei Trains, was habe ich jetzt? Da habe ich bei Just Trains ein paar Add-ons, dann habe ich bei 3D-Zug, dann habe ich bei Virtual Railroads, JTG in dem Online-Shop. Also jetzt habe ich schon wieder so viele Sachen. Jedes Mal, also wenn ich jetzt nächstes Jahr dann hier mal mein PC platt mache und alles neu drauf packe, weil es ein bisschen neue Hardware gibt vielleicht, dann darf ich halt ankommen und auf jede Seite gehen und meine Sachen runterladen. Es ist halt so die andere Perspektive. Also wie gesagt, man muss immer ein bisschen beides, glaube ich, auch im Blick haben. Welchen Vor- bzw. Nachteil bringt das jetzt für wen? Dass ich glaube, im Laufe der Zeit für die Kunden, die das eben gerne convenient hätten, noch auf Steam rauszubringen, ist, glaube ich, ganz okay. Dann hat man erstmal die Leute abgefischt am Anfang, die das sowieso gekauft hätten, egal wie. Und das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Dann hat man da so ein bisschen mehr. Ach ja, will immer jemand was zum Kuchen abhaben. Das ist halt überall so. So ist es. Auch wenn ich tatsächlich, ich sag mal, ich glaube, Epic Games sind da ein bisschen weniger. Ich versuche sich aber natürlich dann auch mit so dann irgendwie den Marktanteil zu sichern. Ach, das ist alles, glaube ich, ein großes. Es ist halt überall ein ganz, ganz großes Geschäft, was da am Passieren ist. Deswegen. Ja, ist, glaube ich, auch aus Endkundenperspektive ein bisschen schlecht nachvollziehbar immer, sämtliche Entscheidungen.
Ich kann es aber prinzipiell nachvollziehen. So, hier haben wir 60. Nächster Halt, Hauptbahnhof Süd. Übergang zur U2, U3, U4, zu allen S-Bahn-Linien und zum Regional- und Fernverkehr. Next Stop, Hauptbahnhof Süd. Please exit here for Central Station. Ausstieg links. Hatte das einen Sinn, dass ich jetzt hier am Hauptbahnhof direkt 50 fahren muss oder direkt zum Bahnsteig beginnen? Da war ja auch keine schärfere Kurve mehr. Das hat mich jetzt so ein bisschen irritiert, aber wird schon irgendwie seinen Sinn haben, ne? So. Natürlich ein bisschen mehr Fahrgäste hier, natürlich. So, dann kommt nochmal einer rein hier. Das können wir mal, jetzt sind wir ja, glaube ich, gut auf der Hälfte, wa? Hauptbahnhof Süd. Ja, sogar vielleicht ein bisschen danach, jetzt bis Farmsen. Kommt, haben wir ein bisschen höhere Schlagzahl halt, denke ich mal, ne? An Stationsdichte. Ach, ich muss das vielleicht nochmal ausblenden, ne? Sonst fahren wir die ganze Zeit mit dem Ding da rum. Dies konnte es ja auch nicht sein. So, haben wir wieder Geschwindigkeit vorbei? Oder... Nee, haben wir noch nicht. Was ist denn da vorne? 60. Nächster Halt, Lohmühlenstraße. Ausstieg links. So, hätten wir jetzt hier die 60. Da kommen wir natürlich am anderen Ende auch wieder aus dem Tunnel hoffentlich bald raus. Also vor Farmsen auf jeden Fall, das ist ja dann noch oberirdisch. Geht aber bergab hier, ne? Hätte sich sogar fast gelohnt, hier den 60er reinzumachen, aber... da geht schon. Ein bisschen hier da manuelle Arbeit, dass ja der Manuel auch mal ein bisschen was macht. So, ist hinter der Kurve dann El Stazione oder ist das hier nicht? Man sieht natürlich relativ wenig im Tunnel. Aber was sich so ein bisschen durchzieht, ist scheinbar der Nebel, der auch noch hier mit in den Untergrund drückt. Jetzt schauen wir mal. Ja, ich brauche eigentlich am Ende gar nicht rausgehen mit dem Hebel. Der macht das sowieso schon ein bisschen sanfter am Ende. Kenne ich noch so vom Zugfahren. Oh, vor allem jetzt von den N-Wagen, die wir in den letzten Tagen auch mal ein bisschen gefahren sind. Da ist das immer ein klein wenig, ja, da muss man das selber so machen, dass der dann hier da langsamer die Dingens da einmal lässt, die Bremse am Ende ein bisschen. Aber ich sag jetzt gerade von dem Hintergrund U-Bahn fahren, kann ich es ja nachvollziehen, dass es manche U-Bahn-Modelle gibt, die auch tatsächlich nur, einmal einfach nur beschleunigen haben und dann bremsen. So nach dem Motto, ja, man macht eh nur binär Gas geben, bremsen und braucht quasi diese Zwischendinger maximal zum Halten der Geschwindigkeit. Ja. So, ja, aber der Nebel hält sich hier drin ganz schön, ne? So, 3, 4, 6. So, mal schauen. Ja, wobei, nee, der zieht doch ganz schön. Ja, gut, aber Fahrgäste an der U-Bahn, die sind, glaube ich, ein bisschen Kummer gewöhnt. Ist halt jetzt nicht so, dass das hier komplett aus dem Nichts kommt. Ja, schön mit dem HVV-Logo hier. Also halt natürlich jetzt auch symmetrisch mit Wagennummer. Und Logo, wir sind 351 und. Und? Wo sind wir noch? Ah, 358, okay. Und zu damit. Super. Nächster Halt, Wartenau. Ausstieg links. Jetzt haben wir halt natürlich, weil wir noch ein kürzerer Zug sind und nicht ganz am Bahnsteigende halten, haben wir natürlich noch wesentlich früher die Ansagen. Ja, ist schon ganz schön wild. Zumindest aus unserer Perspektive vorne, also aus Fahrgastperspektive wird das ungefähr ähnlich sein.
Aber nee, dann ist ja gut zu wissen, dass das auch nicht nur eine, ich sag mal, Einfachheit-Design-Entscheidung hier war, sondern dass das tatsächlich auch auf... Oh, jetzt komm rückwärts mit dem Hebel. Oh, das wird jetzt aber nix. Dann hab ich zu spät gesehen. Beziehungsweise, bis ich ja den Hebel hier nach hinten gerissen habe, braucht halt länger, als wenn ich den Hebel jetzt in der Realität da nach hinten reiße. Also hier habe ich halt diesen... Ja, so schlimm ist das gar nicht. Also hier habe ich halt diesen Weg. Geht das jetzt auf? Ich glaube schon. Bis auf ganz vorne vielleicht. Also, ja, nur eine Tür. Also so schlimm ist das doch gar nicht. Im Endeffekt ist ja das Problem, in der Realität kann ich halt, ne, also so ist sehr, sehr langsam, ne, so mit der Maus auch reißen. Also in der Realität einfach zack dran reißen, beziehungsweise kriegt dann auch Streckenkenntnis noch rein. Sachen, die ich jetzt auch nicht besitze. Ja, sorry, immer verbremst muss auch sein. Das war verbremst, mein Freund. Ritterstraße. Ausstieg links. Es ist halt, wenn das sonst dunkel war, wie in der Folge von vorgestern, dann siehst du halt die hellen Stationen da so ein bisschen. Aber jetzt hier durch dieses helle Nebelige vorne kannst du das schlecht unterscheiden. Wenn es direkt an der Kurve ist, ist das eine Station oder... Jetzt dachte ich, das wäre eine Station. Vorne aber. Wenn man aus der Mitte raus ist, ist es auch nochmal einfacher. Also am besten nicht mit dem Hebel nach vorne fahren, sondern immer quasi ausrollen lassen. Dann hat man da weniger Probleme. So. Ja, und trotzdem verbremst. Sehr gut. 10 von 10. So, ich sehe doch da gerade was einfahren. Umstieg braucht man nicht, ne? Das ist halt die Gegenrichtung. Jetzt hätte ich gesagt, warten wir noch ganz kurz ab, bis der da war, aber das ist ja... Fährt gleichweise unnötig. Sei niemand hat die Station verpasst, aber für die jetzt da extra einen Umstieg zu machen. Nächster Halt, Wandsbeker Chaussee. Übergang zur S1. Ausstieg links. Jetzt haben wir auch mal Ausstiegsansagen, ne? Das hatten wir letztes Mal nicht. Glaube ich zumindest. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich mir immer selber nur gedacht, ja, Ausstieg in Fahrtrichtung, ja, wo eigentlich? Könnte ich ja nicht einmal irgendwie Trash talken, weil ich halt absolut keine Ahnung habe, wo das ist. Ich immer random guessen müssen, wobei im Untergrund der mutmaßlich eher links. Wobei die sind oft links, ne? Die sind selten rechts. So, also die klassischen Stationen, die jetzt aus zwei Bahnsteigen, also aus einem Bahnsteig mit zwei Gleisen bestehen, die sind ja eigentlich schon so, dass das alles so Mittelbahnsteige sind. So, mal rein mit euch. Ja, müssen wir auch bald hier aus der Dunkelheit hier entlassen werden, hoffe ich. Gut, ne, der Distanzkurzläufer hat natürlich vergleichsweise viel der äußeren Randbezirke, die halt oberirdisch liegen, aus und fahren halt doch relativ viel unterirdisch durch die Innenstadt. Nächster Halt, Wandsbekermarkt. Ausstieg. Das ist halt so das Los eines Kurzläufers. Dass du gerade in der Innenstadt halt einen ordentlichen Takt hast. So. Geht das hier bergauf oder kommt das nur so vor? Ich glaube, es kommt mir nur so vor, weil ich gerade keinerlei Schub gebe und wir trotzdem die Geschwindigkeit halten, ja. Hm. Dann wird das wohl so sein, ne? Wandsbekermarkt. So, könnte man hier natürlich nochmal drauf lugen. Und mal eine Verknüpfung dann zu einer anderen Linie. So, mal eine rein hier. Und 50. Ja, gut, das... Natürlich nicht so die smarte Möglichkeit. Okay, hier ist aber auch wieder so ein Wendegedöns. Nächster Halt,
Straßburger Straße. Ausstieg links. Ich glaube, darüber habe ich mich letztes Mal auch schon bekeckt. Straßburger Straße. Straße. So, wann dürfen wir denn wieder? Ah, du Kürfchens. Du Kürfchen geht weiter. Hier, E. 4, 6. So, kommen wir jetzt noch nach oben und das ist wieder ein Stationchen. Da kommen wir doch nach oben, oder? Es sei denn, wir halten auch nochmal unterirdisch. Das kann natürlich auch sein. Das ist wieder nur eine optische Täuschung. Also ich lasse mich auch gerne täuschen hier. Das ist scheinbar Josh dann doch sehr, sehr täuschbar hier. So, da passiert irgendwas. Wir tauchen auf oder wir halten an. Ich glaube, letzteres. Ach, guck mal, direkt neben dem Plan. Das war natürlich mein Ziel. Okay, wir sehen trotzdem nicht so viel. Unser Zug dazwischen war. Wandsbecker Chaussee, genau. Wandsbeck Gartenstadt ist auch schon wieder oberirdisch. Ja. Na, dann kommen wir jetzt doch gleich, da kommen wir noch gleich hoch. Ach, und zwei danach ist schon Farmsen. Okay. Auch nicht schlecht. Habe ich jetzt wieder ein Sekündchen? Das war wohl das halbe Sekündchen hier. Okay. Was wir dann noch zu früh aufgeschaltet haben. So. Bling-Boing, oberirdisch. Je, wir sehen wieder was. Nächster Halt, alter Teichweg. Ausstieg rechts. Der alte Teichweg. So, wieder noch einmal unterirdisch oder gleich in der frischen Luft. Gut, die ist auch sehr neblig, die frische Luft, und sehr kalt und sehr winterlich. Scheinbar nochmal unterirdisch. Hallo? Achso. Ja. Mal ausstiegen, Fahrt Richtung rechts jetzt zur Abwechslung. Das war ein bisschen verwirrend mit den Tasten. So. Kollege? Ne, noch kein Kollege. Das hört sich so belebt an, ne? Und zu damit. Na, arg weit fahren wir eh nicht mehr im Zweifel, sondern die Leute da mit den nächsten nehmen. So, Bling-Boing. Nächster Halt, Wandsbek-Gartenstadt. Übergang zur U3. Ausstieg links. So, ach guck mal, und direkt hier springt unser Dingens wieder an. Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier wieder einen Anschluss haben oder ob die irgendwie uns von der Nase wegfährt. So, hier dürfen wir wieder 80. Das kann ich schon mal hier rechts wieder eintippen. So, kein Anschluss da. Nee, da stand tatsächlich letztes Mal, stand da ja einer hier, ne? Okay, wir dürfen... Sehr weit nach vorne, ist das irgendwie längerer Bahnsteig oder habe ich mich irgendwie mal wieder verbremst? Das kann natürlich auch sein. Ach, guck mal, ich höre was. Was bist du denn Feines hier? Ah, die endet hier. Okay, ja, ja, ich sehe. Und hier will die dann losfahren. Okay. Ja, komm. Das ist jetzt hier unser Umstieg. Ich lasse euch mal, wenn ihr noch mit wollt, ich lasse euch mal umsteigen hier. So, seid alle drin. Keiner mehr da rumläuft. So, dann los geht's hier.
den Kollege hier. Ein bisschen Angst. Oh, nee. Nächster Halt, Trabrennbahn. Ausstieg links. Ja, Kollege rangiert da halt mit seinen 20 wahrscheinlich immer ins Gegengleis. Ja. Und wir fahren noch ein bisschen weiter. Da haben wir mal einen schönen Umstieg hier gemacht, ne? Da freuen sich die Fahrgäste bestimmt. Also die, die jetzt noch die zwei Stationen mit uns mit wollen, der ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie voll der krasse Mega-Anschluss gewesen wäre, aber für die zwei Stationchen hat er es zumindest was gebracht, so. Das sind noch natürlich wieder auch größere Stationsabstände, ein bisschen weiter nach außen kommen, weil das heißt ein bisschen wahrscheinlich ein wenig suburbaner wird, wo es immer sehr urban aussieht. Okay, nee, links Bäume. Scheibenwischer oder nicht so? Okay, nee, dann halt nicht. Sehr, sehr sporadisch hier, Mr. Scheibenwischer. So, das sieht doch richtig aus hier. Heute keine U-Bahn-Hansa gesehen, soweit sind wir halt nicht gewesen am Anfang. Und wir hätten sie wahrscheinlich eh nicht gesehen, im Zweifel. Ich finde das trotzdem weird, muss ich jedes aufs Neue sagen. Ich finde das irgendwie weird, bis so weit durchzufahren. Naja. So, die Trabrennbahn. Dann trabet mal, liebe Leute. 10.11.2005. Das ist aber schon ein bisschen her. Gab es da überhaupt den hier die T5 schon? Kann ich mir nicht vorstellen. Oh. Direkt umgeschildert. Nice. Alle Wechselgeld geben, bitte. Ich gebe mal ein Wechselgeld. Das ist witzig, ne? Wegen Change. Haha. Lustig. So, hi, Kollege. Oh, das ist wahrscheinlich oder so einer der längeren Kollegiens. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir auch noch irgendwo die Abstellanlage müssen oder ob unser Szenario dann irgendwo anders endet. So, da steht auf jeden Fall Kollege, ne? Ja, muss eigentlich ein bisschen aufwendiger rausrangieren, so wie es aussieht, im Zweifel. So, wir haben 40, okay, gleich. Hier sind es 40. Ne, wir fahren hier geradeaus. So, trotzdem. Einfach mal machen. Einfach mal machen, was uns gesagt wird. So, das hier ist Farmsen. Deswegen wahrscheinlich auch ein paar mehr Bahnsteige hier. So, bitte nicht einsteigen. Diese Fahrt endet hier. So, 30. Okay. Ja, werden wir machen. So, einmal raus mit euch. Tschüssikowski. Habe ich eine Sonder... Ach ne, ich habe gar keine Sonderansagen, ne? Schade. Oh, Endhaltestelle. Stopp, falsch, 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 rechts wollte ich. Nein, nein, nein. Aha. Bitte alle aussteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. This train terminates here. All change, please. Please exit on the left-hand side. Please do not exit on the left-hand side. Wir fahren mal zum, oder? Wir müssen den Abstellgleis noch halten. Okay, dann rangieren wir mal. Das Weiße dürfte wahrscheinlich die Dingensfreigabe zum Rangieren sein, mutmaße ich. So. Ja, da ist ein bisschen was zugtechnisch
Da passiert ein bisschen was, ne? Vorsicht zukommt. Ja, du musst dich ja wirklich dann auf diesen... Boah, ist aber... Bist du schon sehr, sehr nah an den ganzen... Stromdingsies, ne? Da muss man dann schon echt aufpassen. Eieiei. Gefährlich. Dangerous. So, wie sieht denn unser Haltepattern aus? Ganz vorne durch. Hier sind wir das Abstellgleis. Ja, oder warte mal, 26? Ne, ist doch hier. Ich könnte aber noch weiterfahren. Das ist eher Werkstatt, ne? Ja, aha. Ja, müsste passen. Also wir würden hier theoretisch, ne, abrüsten, zack, Schlüssel raus, so. Dann Gegenrichtung. Also man kann auch die ganzen Zwischenführerstände natürlich irgendwie einsteigen. Müssten wir hier theoretisch zurückfahren, ne, den Schlüssel wieder reinstecken und Übernahme drücken. Also so könnte man jetzt hier, ne? Wunderbar, wir haben das gut gemacht. Ihr habt das auch gut gemacht, ihr habt mich bis hierhin durchgehalten. Deswegen bedanke ich mich recht herzlich für euer Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Macht's gut. Bis das nächste Mal wieder. Tschüss.